Erstmal möchte ich so beginnen, dass nach dem vedischen Astrologiebild gibt es eine erleuchtete Astrologie und eine halb erleuchtete Astrologie. Das Wichtigste über Astrologie, was wir verstehen müssen, ist, dass wir nicht unser Horoskop sind. Und es ist der grundlegende Unterschied zwischen der westlichen Astrologie und der vedischen Astrologie. Die westliche Astrologie, die sagt dir, du bist Wassermann, Aszendent Fisch, meine Baby. Und dann beschreibt sie deinen Charakter, ja, sie beschreibt deinen Charakter, sie beschreibt ungefähr durch die Transite ausgerechnet, was dir in deinem Leben passiert. Aber sie fragt nicht, warum das alles so ist. Sie denkt, dass du bist das. Du bist das Horoskop. So in der vedischen Astrologie ist es so, dass wir verstehen, dass wir in dem Horoskop inkarniert sind. Und dass jeder kleine Aspekt und jeder kleine Planet eine Reaktion auf ein vorangegangenes Leben ist. Mit anderen Worten, am Anfang müssen wir erstmal verstehen, dass wir ewig sind. Und nach der vedischen Astrologie ist ein Leben sehr, sehr klein. Und du bist viel größer als dein Horoskop. Viel, viel größer als dein Horoskop. Wenn wir sterben, Wissenschaftler haben das festgestellt, dann sehen wir unser Leben an uns vorbeizischen. Und zwar im Rückwärtsgang. Wir sehen erst, wie wir alt und krank sind und Tabletten essen. Dann sehen wir uns noch mal kurz nach Thailand fliegen. Dann sehen wir uns noch mal hart arbeiten über 20 Jahre oder 30 Jahre. Dann sehen wir uns noch mal heiraten, vorher natürlich Kinder kriegen. Ich mache jetzt mal den Standard. Dann sehen wir uns studieren. Dann sehen wir uns in die Schule gehen. Dann sehen wir uns wieder irgendwann Mami und Papi schreien. Alles in einem so kurz zurück. Und dann sind meistens sind wir nicht fertig. Wir sind nicht fertig mit unseren Wünschen, mit unseren Zielen. Genau das, wo wir nicht mit fertig geworden sind im vorangegangenen Leben, das sehen wir im Horoskop. Und diese Sicht transzendiert vollkommen das, was ihr in der Astrowoche lohnt. Oder das in der westlichen Horoskop, was ihr da über euren, in der Zeitung lest, über was ihr seid. Dann ist jeder Planet richtig. Die Sonne zeigt uns den Hauptpunkt, den Plan, die Vision in unserem Leben. Viel wichtiger ist aber, how do you do? Wie geht es dir? Der Mond. Mir geht es heute so, mir geht es schlecht, wir sind uns selbst am nächsten. Deswegen sagt man generell, dass der Mond sehr wichtig ist in der vedischen Astrologie. Der Mars zeigt der Mond, zeigt den Mond, Motor. Yantra Rudai Maya, ja, heißt es in der Bhagavad Gita. Die spirituelle Seele sitzt auf einem Yantra, auf einer Maschine. Am Morgen steht ihr auf, zack, wie macht ihr was? Wenn ich zum Beispiel Jungfrau Mars habe, bin ich sehr analytisch. Ja, muss alles picobello ordentlich sein. Ja. Wenn ich im Mars im Widder habe, muss alles ziemlich schnell gehen und energisch und habe ich keine Geduld. So, wie ist der Motor? Ja? Jupiter zeigt unsere innere Stimme, unseren inneren Führer, wie der funktioniert, unseren inneren Lehrer, womit wir auch Erfolg haben im Leben, was wir expandieren wollen, was wir vergrößern wollen in unserem Leben. Ja? Venus zeigt, wie wir lieben, Merkur, wie wir denken. Nun bin ich ein Astrologe, der auch die Planeten, und das machen viele vedische Astrologen heute, vor allem die im Westen, aktiv sind. Was ich mache, ist, dass ich auch Uranus, Pluto und Neptun mit in die vedische Astrologie in die Häuser verteile. Jetzt kommt der nächste entscheidende Unterschied zwischen klassischer Astrologie und vedischer Astrologie. Es ist, dass nämlich die klassische Astrologie nach einem Kalender geht, den ein Astrologe 50 Jahre nach Christi festgelegt hat. Und so hat er gesagt, hier fängt er wieder an. Und jetzt geht die Astrologie immer nach diesem Kalender. Okay?
So, aber der tatsächliche Himmel ist nicht so schnell gegangen wie der Kalender. Deswegen sind zwischen der klassischen und der griechischen Astrologie immer 25 Grad Unterschied. Obwohl die Aspekte die gleichen sind. Also wenn du eine Sonne-Mond-Opposition hast, also sowohl im klassischen Horoskop als auch in der vedischen Astrologie. Ja, und das ist auch sehr wichtig zu verstehen, weil jetzt hat zum Beispiel, wie war der Name? Evelyn hat gesagt, ich habe Jupiter im 12. Haus. Aber sie hat so ein bisschen was erzählt. Ich denke, sie hat Jupiter im 11. Haus. Das hat sich nämlich mehr so angehört. Wir können das nachher untersuchen. So, und man hat nicht 12 Sternzeichen, sondern man hat 27 Sternzeichen. Das sind die Nakshatras. Das heißt, jedes westliche ist in 2,5 aufgeteilt. Wenn ihr zu mir kommt als Astrologe, ist es so, dass ich grundsätzlich auf meinem Computer auch euch euer klassisches Horoskop zeige. Das wird ungefähr 200 Jahre, nein, 200 ist vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht 100 Jahre dauern, bis unser westlicher Geist wirklich diese schwedische Grafik versteht. Also die meisten verstehen es nicht. So, deswegen erkläre ich praktisch, also ich persönlich, ist mein Arbeitsstil, erkläre ich vedische Astrologie mit klassischer Astrologie. Also wenn ihr zu mir kommt und eine Session macht und euer Leben mit mir besprecht, was war, was ist und was sein wird, dann hab ich da die Planeten, weil ihr die Planetensymbole seht, also kennt vielleicht Mars, Venus vom Kätzchen und so, ja. Und dann erkläre ich euch, was das jetzt in der vedischen Astrologie, wie man das dann sieht. So, ich bin nicht ein Astrologe, der für jeden bestimmt ist, muss ich gleich am Anfang sagen. Ich spalte manchmal die Ansichten. Es ist so, wenn ihr zu mir kommt, ist es grundsätzlich so, dass ich 25 Minuten erstmal sprechen muss, um ein ausgeglichenes Bild zu präsentieren, wo ich denke, wo ihr steht in der Reise der Inkarnation. Und dann könnt ihr natürlich auch eure Fragen stellen. Man braucht im Grunde nur zweimal im Leben ein Horoskop zu machen. Einmal, wenn man geboren wird und einmal, wenn man heiratet. Das reicht vollkommen aus. Wenn der Astrologe gut ist und das besprecht, also sagen wir mal, ein profound, wie sagt man profound? Ein tiefgehendes Bild euch geben kann. Alles wird bei mir aufgenommen. Ich sehe 80% der Leute, die sich an mich wenden, nicht. Also ich habe nur ihr Geburtsdatum, ihre Geburtszeit und ihren Geburtsort und ich spreche dann Audiomaterial, entweder auf mein Handy oder auf ein Aufnahmegerät, und dann habe ich eine Software, da gebe ich dann das Audiomaterial rein und dann hören die Leute das, wenn sie morgens mit dem Hund Gassi gehen oder durch die Stadt fahren oder irgendwo einen Spaziergang machen. Also hören sie dann auf Kopfhörer, was ich über sie zu sagen habe. Und da ich eigentlich Musiker bin, aber kein Geld mit Musik verdienen kann in meinem Horoskop und mein Merkur im 10. Haus habe, also ich soll zu Leuten sprechen, habe ich mich für diesen Weg entschieden, habe aber immer noch diesen Faible zur Musik. Und ihr könnt euch vorstellen, ich rede und rede und rede jeden Tag. Reden. Und muss immer meine Stimme hören. Weil das, was ich spreche Audiomaterial, gebe das dann in meine Astro-Software ein, ja, und clean das, weil ich manchmal oder sind Nebengeräusche da, ich mache das zu einem Audio-Genuss, das Ganze, und clean das, also reinige das dann so durch. Und damit es für mich nicht langweilig wird und für euch auch besser, mache ich immer noch ein bisschen Musik im Hintergrund. Also es gibt so freies Audiomaterial und so sind praktisch meine Horoskope, sind MP3-Horoskope, nenne ich die, oder Audiohoroskope, die sind wie Traumreisen oder wie Reisen, ne, zu euch selbst. Und die Leute, die mich kennen, hören diese Besprechung immer und immer wieder. Das ist eine Sache mit der Astrologie, was man als Astrologe sein muss, ist ein Logiker, ein guter Menschendenker und man muss empathisch sein. Und also ich habe Mond im Fische-Zeichen, also so, da ist für mich sehr leicht, irgendwie in eine Person reinzugehen. Ja, und es ist irgendwie so
Ich habe nicht diese Wand. Also wenn ich zum Beispiel in einer guten Atmosphäre bin, dann nehme ich das auf wie ein Schwamm. Ja, also dann sauge ich das alles auf. Wenn ich in einer Atmosphäre bin, die sehr aggressiv oder störend ist, dann nehme ich das auch auf. Jetzt zu Beziehungen. Beziehungen sind sehr wichtig, weil die Beziehungen, 80% von den Seelchen, die jetzt um dich herum sind, kennst du schon. Vor allen Dingen dein Vater und deine Mutter, ja, die man natürlich auch im Horoskop sieht. Dann natürlich, also auch von allen Freunden, die kennt ihr alle schon aus vorangegangenen Leben. Die gucken mit Zweifeln an. Aber wir vergessen das immer wieder. Wir würden verrückt werden, wenn wir diese ganzen Geburten kennen würden. Warum vergessen wir das überhaupt? Könnte man ja fragen. Warum vergessen wir das? Warum? Weil wir kleine Göttchen spielen wollen. Wir wollen nämlich im Zentrum sein. Wenn wir hier auf dieser Welt geboren sind, ja, dann kommen wir erstmal und was machen wir noch? Und dann kommen direkt Mami und Papi und Butchi, und dann sind wir ganz zufrieden, dass wir endlich mal Aufmerksamkeit bekommen. Wenn wir 16 sind, ja, dann sind unsere Sinne ganz stark, sind wir in der Pubertät so stark, wie wir niemals zuvor waren. Ja, wir fühlen uns, wie soll man sagen, langsam als ein Mann oder als eine Frau oder beginnen mal so. Ja, und dann Mami und Papi sind vielleicht schon ein bisschen anderswertig beschäftigt und dann verlieben wir uns normalerweise und dann, so, dann wollen wir Aufmerksamkeit von den Buben haben oder wie sagt man hier, Buben oder von den Mädels. Na, wollen wir dann Aufmerksamkeit davon haben? Und naja, dann machen wir noch den Doppeldecker daraus, dann wollen wir auch noch einen Beruf vielleicht weiterkommen. Wir suchen einfach Aufmerksamkeit. Also ich habe das als Musiker so erlebt, dass ich hatte, man hat heute ja den Handy oder den Walkman, dann bin ich von der Schule gekommen und dann hat jemand irgendwelche Musik gehört und habe ich immer gesehen, so ja, jetzt wird ein Film von mir gedreht. Heute macht man noch offensichtlicher, da hat dann jeder so ein Handy und guckt sich so selbst an, ist in seinem eigenen Film drin, nicht wahr? So jeder ist in seinem eigenen Film drin. Gurdjieff hat mit seinen Schülern experimentiert. Er hat ihnen gesagt, ihr chantet, ihr singt oder ihr sprecht einfach, ich träume. Erinnert euch von morgens bis abends dran, ich träume. Nie vergessen, immer ich träume. Und was passiert ist, nach 4 oder 5 Tagen, wo die immer gesagt haben, ich träume, haben die nachher im Schlaf gedacht, ich träume. Ja? Und dann haben sie angefangen, den Traum konnten sie manipulieren, ja? Weil sie nicht mehr, sie waren getrennt. Der Beobachter hat sich von den Beobachteten getrennt und hat dann auf einmal im Traum Sachen machen können. Als sie dann aufgewacht sind, sind sie durch die Straßen gegangen und haben gesehen, wie jeder träumt. So, solange man sein Horoskop nicht kennt, versteht man seinen Traum nicht, den man träumen will. Man hat gar keinen Plan. Man läuft praktisch wie so durch so eine Wohnung und dann so, bumm, schlägt man einen da, bumm. Man läuft praktisch ohne irgendeinen Plan. Auch die Partnerschaft. Jetzt komme ich zum Thema Beziehung. Ganz wichtiges Thema. Warum in aller Welt, okay, jetzt mache ich den Extrem, werden Partnerschaften aufgrund von Kreditkarten, aufgrund von Sportwagen, aufgrund von Gesichtern, aufgrund von Monatseinkommen, aufgrund von Status oder dies und jenes eingegangen. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass manche Partnerschaften eben Eintagsfliegen sind und manche Partnerschaften fürs ganze Leben. Das Problem ist, wenn Partnerschaften nicht kompatibel sind, wenn sie nicht unserem Optimum entsprechen, deswegen habe ich ein Buch geschrieben, die Optimum-Beziehung, dann werden diese Partnerschaften vergehen. Eines Tages habe ich meinen spirituellen Meister etwas gefragt, aber bevor ich euch sage, was ich ihn gefragt habe, möchte ich eine Frage an euch richten. Und ich hoffe, ihr seid nicht beschämt, wenn ich euch sage, meldet euch bitte. Wir sind ja hier unter uns. Wer von euch hatte schon mal ein gebrochenes Herz? Ja. Wow, du hast zwei gebrochene. Ja, so nächste Frage. Wer von euch
war schon mal in einer Beziehung, in einer festen Beziehung. Und dann kam eine Person in den Raum und diese Person, zu dieser Person war er mehr angezogen als zu der Person, mit der er in einer festen Beziehung war. Wenn ihr diese beiden Fragen mit Ja beantworten könnt, dann seid ihr bei mir in der richtigen Adresse. Ich möchte euch wärmstens empfehlen, mein Buch euch runterzuladen. Leider ist es noch nicht gedruckt. Ich suche im Moment noch einen Sponsor dafür, es zu drucken. Und es geht aber nicht darum, es zu drucken. Heutzutage geht es darum, Lärm zu machen, eine Promotion zu machen. Das ist ein Marketingplan, der existiert im Hintergrund. Aber ich möchte euch jetzt zurückbringen zu der Frage, die ich meinem Lehrer gestellt habe. Ich habe ihn gefragt, was ist Liebe? Als erstes hat er gesagt, wahre Liebe beruht auf Wissen. Zweitens auf Respekt. Drittens auf Sorge um die Person. Und viertens auf Verantwortung. Habt ihr dazu eine Frage? Ja. Ja. Bitte, das ist die Frage. Wissen, der erste Punkt, Wissen. Warum? Worüber, wovon? Wissen? Warum die Liebe auf Wissen beruht? Was für ein Wissen? Was für ein Wissen? Wissen in Bezug worauf? Und jetzt passt gut auf. Das ist die Revolution. Und das, was ich jetzt sage, wird unser ganzes Beziehungsleben in den nächsten 200 Jahren beschäftigen. Weil die ganze Entwicklung geht genau dahin. Und zwar ist es so, das Wissen bezieht sich auf Compatibility, auf Verträglichkeit. Wenn die Verträglichkeit nicht gegeben ist, wird die Beziehung nicht dauerhaft sein. Weil wenn zum Beispiel nicht, ich mache es mal einfach, es gibt ein paar Klassiker, ja, ein paar Klassiker, die unbedingt bei Compatibility da sein müssen. Ansonsten klappt die Beziehung nicht. Das eine ist, dass die Sonne und der Mond, das ist ein typischer Klassiker, müssen einen guten Aspekt haben. Sonne männlich muss gut zum Mond weiblich stehen. Oder Mars muss im guten Aspekt zu Venus stehen. Wenn dieser Aspekt nicht gegeben ist, nach 4 Monaten, spätestens aber nach 4 Jahren, geht der Respekt verloren. Man kümmert sich nicht mehr um die Person und man übernimmt keine Verantwortung mehr. Was haben wir als Ergebnis? Alleinstehende Mütter mit Kindern. Eine Gesellschaft von Scheidungen, von Kindern, die frustriert sind, die keine Eltern haben. Das ist meine Mission in diesem Leben. Was ich vorhabe, ist eine Klinik zu machen, die heißt Broken Heart and New Start Klinik. Das heißt, 80% der Leute, die sich an mich wenden, sind entweder Longtime Singles, schwierige Singles, Leute, die gerade aus einer Beziehung ausgebrochen sind, also wo es gerade einen Ex gibt, ich habe einen Ex, oder Paare in einer Krise. Das sind 80% der Leute, die sich an mich wenden. Ich bin kein Geschäftsmann, ich bin Künstler, aber ich weiß, dass diese Idee, die ich da habe, sehr wichtig ist für die kommenden Beziehungen. Warum? Ein hübsches Mädchen, 20 Jahre, 25 Jahre, hat heute 500 oder 700 Freunde in Facebook, nochmal so viel auf Instagram, nicht wahr? Dann geht sie aus in ein Lokal, wo sie auch noch von allen möglichen Männern angemacht wird. Und dann hat sie alle möglichen Follower und Likes und dann noch addet sie noch welche in WhatsApp und in Skype. Dann bist du in einem riesen Dschungel von Kontakten, ohne eine richtige Beziehung, ohne irgendeine Intimität. Das ist die Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft voller Kontakten, von Kontaktmöglichkeiten, ohne Wissen, wer zu uns passt. Wenn wir dann unseren Optimum-Partner haben, wissen viele Menschen überhaupt gar nicht, wie sie lieben sollen. Sie denken, ich brauche nur so durch die Straße zu laufen, dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Weil jetzt in eurer Generation von manchen she love you, yeah, 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 oder irgendwas zu sehen, und nie zu hören, irgendwelche Musiktexte zu studieren, und dann weiß ich, was Liebe ist. No. Liebe ist eine Sache,
Da habe ich auch in dem Buch, da geht es über die 7 Punkte einer funktionierenden Beziehung. Das heißt, wenn wir wissen, wer unser Optimum-Partner ist, dann geht es darum, auch noch die Optimum-Beziehung zu leben. Das zum Thema Beziehung, weil ich hatte das angeschlagen für als das Thema der Beziehung, weil das normalerweise das ist, was am meisten gefragt wird. Und deswegen habe ich das irgendwie so entwickelt und dieses Buch darüber geschrieben. Ich sagte auch in dem Vortrag heute, wollte ich darauf eingehen. Jetzt möchte ich euch ein paar grundlegende Sachen noch sagen, bevor ich dann eure Fragen entgegennehme, die vielleicht aufgekommen sind. Die Frage ist, deswegen auch zweimal eine erste mögliche Beratung bei der Geburt und bei der Heirat. Ja. Aus diesem Grund. Ja, genau. Und dann vor der Hochzeit. Ja, warum? Ja, natürlich vor der Hochzeit. Ja. Am besten. In meinem Buch habe ich ein Kapitel, das große Casting. Jede Frau und jeder Mann sollte casten. Ja, das ist genau, da seid ihr mal der Dieter Bohlen, ja, und dann könnt ihr die Männer oder die Frauen singen lassen. Das sollte man wirklich machen, man sollte wirklich casten. Man sollte sich wirklich überlegen, mit wem man da den Rest seines Lebens 20, 30 Jahre zusammen unter einem Dach leben will. Weil ihr werdet die Person wie ein Turnpiece oder ein Magnet, eine Energiefeld die ganze Zeit um euch haben. Die Person wird neben euch schlafen. Also zum Beispiel in Indien arbeitet man sehr viel mit Remedies. Das heißt, wenn irgendwelche Planeten zu schwach sind oder schlecht sind, dann nehmt ihr zum Beispiel Steine. Also ich arbeite viel mehr mit Menschen, dass ich sage, okay, umgebt euch mit den richtigen Menschen, die richtigen Dinge in euch entwickeln lassen, sich entwickeln lassen. Noch eine sehr wichtige Sache, die ich euch... Was meinst du damit casten? Also casten, dann müsste ich casting, aber überprüfen, ein Casting heißt wie ist der kompatibel, ja, genau, oder? Dann ja, müsste ja. Ich jetzt mal überprüfen mit Horoskop, wie ist der kompatibel. Es müsste eigentlich mehrere Leonardos geben, die am Telefon sitzen, die den Leuten dabei helfen, den richtigen Partner zu wählen. Aber sehr gut ist das Kundalini-Matching. Und zwar könnt ihr das eingeben im Internet, Kundalini-Matching. Wie heißt das? Kundalini-Matching, das kommt aus Indien. Und das, Kundalini heißt Glücksverheißen. Matching heißt Paarung, glücksverheißende Paarung. Kundalini. Und es ist sehr wichtig, das ist ein 36-Punkte-System. Und da wird die das wurde in den Veden entwickelt, also von den vedischen Astrologen. Und dann könnt ihr ganz schnell wissen, ob überhaupt eine Chance da ist. Die Chance ist die, man muss mindestens 17 von 36 Punkten haben. Das ist interessant, wenn ihr mit diesem System arbeitet, also die Forscher unter euch, ihr könnt ins Internet gehen, also im Moment, die Seite, die ganz oben gelistet ist, ist AstroSage. Ich suche also in meinem Marketingplan, möchte ich das gerne auf meine Webpage in deutscher Sprache präsentieren. Also ihr könnt auf AstroSage gehen, da kommt auch das Reklame hoch und so. Einfach ignorieren. Und dann könnt ihr auch mal vergangene Beziehungen checken. Wie viele Punkte hattet ihr denn mit dem? Wie viele Punkte hattet ihr mit dem? Und dann kriegt ihr schon langsam so ein bisschen raus, was da ist, was ein Gefühl dafür. So, wenn ihr über 17 Punkte habt, dann ist es noch nicht, dass die Beziehung, dass die Beziehung confirmed ist. Oder selbst wenn ihr 30 von 36 Punkten oder 33 von 36 Punkten habt, auch noch nicht. Bloß, was man macht in der vedischen Astrologie, man muss mindestens 17 Punkte haben und dann fängt man an, tiefer nachzuchecken. Dann fängt die Arbeit des Astrologen an. Dann geht er 5, 10, 20, 30 Jahre durch die Transite der Mann und der Frau und guckt, geht der eine Weg nach links, geht der andere Weg nach rechts. Ja? Und natürlich passiert das, dass der eine Weg nach links und der andere Weg nach rechts geht. Natürlich sieht der Astrologe die Aufs und Abs in der Beziehung, die Schwierigkeiten. Aber was er macht, er muss es einschätzen. Er muss ein guter Menscherkenner sein und er muss sehen, ob diese Beziehung von der Chemie die Kraft hat, diese Hindernisse zu überwinden. Er muss das einschätzen können. Er muss ein guter Menschenkenner sein. Er sollte das versuchen, einschätzen zu können. Und dann kann er die Beziehung entweder segnen oder eben nicht segnen. Und dann ist es am Ende euer Bier, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ja. Frage, wie heißt das nochmal? Kundalini-Matching. Ich schreibe es... soll ich es mal kurz anschreiben? Ja, bitte. Für alle dieses notieren. Wir brauchen das Geburtsdatum, die Geburtszeit und den Geburtsort, wie immer, von dem Mann also oder von der Frau. Also immer, wenn ihr irgendwo am Daten seid, direkt zur Sache kommen. Ja, also ich habe manchmal immer die... Manchmal, ich meine, wir können auch manchmal so fragen, dass wir nur das Geburtsdatum haben. Also mich rufen auch viele an, die wissen nur das Geburtsdatum.
Da kann man schon eine kleine Einschätzung machen, aber es Kundalini hat schon hilft. Ne? Also wenn man erfahren ist, kann man es auch ohne die Uhrzeit manchmal finden. Okay, ich damit das Thema der Partnerschaft ist nicht das Ein und Alles, aber ich möchte euch noch ein bisschen was weiter dazu sagen zur vedischen Astrologie, oder ich überlege, ob wir zu diesem Tag noch Fragen, weil, habt ihr dazu noch Fragen? Ja. Ja. Weil du zuerst gefragt hast, ob das schon mal passiert ist, wenn jemand in den Raum gekommen ist. Ja. Ist es dann dieses Wissen, wenn die Chemie stimmt zwischen diesen Menschen? Ja, ja, ich sag dir erstmal 80% der Personen, die du kennst, kennst du ja auch aus dem vorangegangenen Leben. Deswegen kommt in jeder Partnerschaft, selbst in der besten Partnerschaft, wirst du noch Personen treffen aus deinem vorangegangenen Leben. Also noch mehr Kandidaten. Das Problem ist aber, dass wir unser Geist und unsere Mentalität immer zum Optimum gehen. Wenn ich einen Tisch habe, lade ich zu mir nach Hause ein und ich habe einen Teller mit Reis, ein Gebäck, also einen Tisch, einen Stuhl, da ist ein Teller mit Reis und dann habe ich einen Teller mit Reis, Ananas, Milchshake, und Ananas, was habe ich gesagt? Jedenfalls was Vegetarisches, um beim Vegetarischen zu bleiben. Und du bist jetzt total hungrig und hast den ganzen Tag noch nichts gegessen, und es ist 5 Uhr. Und ich sage, nimm Platz, dann wirst du dich da einsetzen, wo das Milchshake ist und wo die Ananas und das Sojafleisch ist. Das ist einfach nur menschlich, allzu menschlich. Und mit anderen Worten, wir gehen immer dahin, wo unser Optimum ist. Wenn aber der Partner nicht der Optimum ist, dann haben wir ein Problem. Wenn ich Gott wäre und würde, wir haben 5 Millionen Menschen in Berlin, in alle Apartments von Berlin reingucken können und in den Verstand von jedem, ja, dann würde ich zu einer frappierenden Feststellung kommen. Ich würde zur Feststellung kommen, dass 65% der verheirateten Paare oder von Paaren, die schon in einer festen Beziehung sind, schon an ihren zukünftigen Mann denken oder eine zukünftige Frau oder davon träumen oder diese auch betrügen. Das ist ja auch sehr einfach, das im Zeitalter von WhatsApp und von Facebook und von all diesen Sachen. Dieses Leid kann vermieden werden, wenn dieses Wissen, was ich euch gerade präsentiere, öffentlich gemacht wird. Das muss nicht gemacht werden. Die Leute werden halt so erzogen, dass sie denken, ja, klar, die Frau sucht nach Sicherheit, sie möchte beschützt werden. Der Mann möchte gerne im Mittelpunkt stehen, also Männer sind immer ein bisschen mehr im falschen Ego als Frauen. Wenn du als Frau zu einem Mann kommst und sagst, hey, du bist ein toller Held, dann ist er direkt, sich als könnte er Bäume ausreißen. Wie auch immer, dann der Mann möchte gerne die Frau genießen und ja, in einer normalen Beziehung denkt der Mann, ja, jetzt ist mein Sex gesichert, und die Frau denkt, oh, auf der primitiven Ebene, jetzt ist meine Kreditkarte. Auf der ganz primitiven Ebene sehen, aber dieses Thema ist unwahrscheinlich wichtig, dass man das halt mit Wissen rangeht und dann sieht, ob das funktionieren kann. Okay. Und manchmal ist die Chemie da, aber die Beziehung ist nicht dauerhaft. Weißt du? Das ist zum Beispiel auch so, dass zum Beispiel, wenn du nur Mars-Venus hast, zum Beispiel der Mars des Mannes ist auf der Venus der Frau, ist körperliche Anziehung da. Mhm. Aber dann sagen wir mal Merkur-Opposition, das heißt, sie sprechen Chinesisch. Sie reden aneinander vorbei. Mhm. Da hast du praktisch die ganze Verwandtschaft und das Paar streitet sich und sagen die ganzen Freundinnen, ja, verstehst du nicht, er meint das und das. Und die ganzen Jungs sagen, ja, verstehst du nicht, sie meint das und das. Oder er meint das und das. Da ist keine Kommunikation. Und Kommunikation ist der erste Punkt einer funktionierenden Beziehung. Und dann hast du vielleicht die körperliche Anziehung, aber hast immer nur Streit und Missverständnisse. Oder auch Mars-Mars-Opposition. Ähnlich. Dann fängt der Montag, das Wochenende an. Ja, dann möchte die Frau erstmal in die Spielzeugabteilung und dann in den Supermarkt. Weil der Mann sagt, erst in den Supermarkt, dann in die Spielzeugabteilung. Und dann vielleicht beim Kochen, das musst du so und so machen, nein, das musst du so und so machen. Das sind diese Mars-Probleme. Jeder würde alles anders machen. Das würde ich so und so einrichten bei Venus. Nein, ich würde das so und so einrichten. Das sind, you have the hell on earth for 20, 40 years. Also die Hölle auf Erden. Und
Deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, diese Wahl intelligent zu wählen. In Indien sagt man, der spirituelle Meister muss geprüft werden und der Ehepartner muss geprüft werden, unbedingt.